Hi zusammen, Farbstoff hier. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, gestern wurde von Plarium offiziell die Patch Notes veröffentlicht für den nächsten Patch 1.15. Daher vermute ich, dass er jetzt die nächsten Tage irgendwann erscheinen wird. Und ja, ich möchte euch natürlich nicht vorenthalten, was da Inhalt dieses Patches ist. Sie haben den Großteil in die Patch Notes geschrieben, was es geben wird oder kommen wird. Es gibt noch ein paar kleine Änderungen, die werden wir wahrscheinlich dann wieder erst mitkriegen, wenn wir das dann, oder Patch Live sind, wir die dann spielen. So, dann schauen wir uns mal die Patch Notes an. Also fangen wir mit einer der wichtigsten Änderungen, schon lange gewünschten Änderungen an. Ja. Also die Community wünscht sich das schon seit Beginn des Spiels. Und zwar haben sie den Clan-Boss unsterblich gemacht. Das heißt, erreicht er 0 Lebenspunkte, man sieht es hier an dem Symbol, dann kann trotzdem jeder weiterhin Schaden drauf machen und kriegt somit seine große Kiste zu kriegen, denn der angerichtete Schaden wird angerechnet, auch wenn der Boss 0 Lebenspunkte hat. Dann hört das endlich auf, dass sich Leute gegeneinander Krieg ausbricht, den Clan verlassen oder irgendwie sauer sind, weil jemand anders den Loot weggenommen hat und. All das wird es nicht mehr geben. Und das ist wirklich eine Bereicherung, muss ich echt sagen, denn wenn man mal rechnet, dass bei dem Albtraumboss man die Gilde voll macht und jeder will draufgehen, kriegen einige ihren Loot nicht aktuell. Das ist dann damit Geschichte. Gott sei Dank. Es ist wirklich Zeit, dass das passiert. Dann schauen wir weiter. Sie haben, sie werden das Level Cap erhöhen auf 100. Und wir werden alle 5 Level, also 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 und 100 jeweils eine Belohnung kriegen für den Erreichen des Meilensteins. Aber was es definitiv nicht geben wird, und das ist klare Antwort, nein, der Energy Pool wird nicht erhöht, wenn man das Level 60 verlässt, sprich auf Level 65 kommt. Das ist natürlich ein Tritt in den Arsch, kann man sagen. Warum sie das gemacht haben, da kann man am Kopf fassen. Dann hätten sie es lieber auf Level 60 lassen sollen, aber auf Level 100 machen, ohne die Energie zu erhöhen, ist einfach mal total falsch. Also das ist einfach eine absolute Fehlentscheidung. Ich hoffe, sie werden da noch was machen, dass man, also das geht nicht. Da müssen sie sich irgendwann einfallen lassen. Aber ihr könnt euch verlassen, die Content Creator schreiben ganz schön viel mit Plarium gerade, genau dieses wegen diesem Thema. Ja, also mal gucken, vielleicht kriegen wir noch was raus, wenn wir noch ein bisschen mehr Druck machen, weil so geht's nicht. Es ist gut, dass es eine Erhöhung gibt und auch ein bisschen Loot, aber ja, schöner wäre eine generelle Erhöhung dafür noch vom Account, irgendwas besser werden ist. So, und dann sieht man hier den Tournament-Abschnitt, und zwar wird es ein Arena-Tournament geben, also sprich ein Wettbewerb. Und das ist so, dass es dann nicht wie bei dem Ereignis funktioniert, dass wenn ihr 4 Marken bekommt, bekommt ihr 4 Punkte, sondern dort zählen nur die reinen Gewinne. Also gewinnt ihr, kriegt ihr Punkte. Verliert ihr, kriegt ihr keine. Also Defense steht hier extra da, will not affect the score either. Also das heißt, ihr bekommt da, werden keine Punkte von beeinflusst, wenn ihr verliert, also die Defense. Das heißt, ihr müsst einfach nur gewinnen, um in den Wettbewerb vorwärts zu kommen. Inwieweit dort die Punkte skalieren in dem Wettbewerb oder was man dafür bekommt, wenn man Silber ist oder Gold, ist leider aus dem Text nicht herauszulesen und auch nicht so wirklich von den Patchnotes ersichtlich. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass sie dadurch dann nicht noch mehr den Loot kürzen wie aktuell bei den Dungeons, dass man da auf der höchsten Stufe dann da oben ein 4-Sterne-Hähnchen kriegt, was kein Mensch braucht. Wir werden sehen. Und dann schreiben sie noch, dieses Arena-Turnier wird nicht mit dem Launch an demselben Day kommen, sondern das wird dann ein bisschen später kommen. Das wird einfach daran liegen, dass aktuelle Events aktiv sind und so weiter und dass sie sich nicht überschneiden sollen. So, und dann werden sie Tournaments mit zusätzlichen Herausforderungen machen oder wie nennt es ja Conditions hier. Und zwar einige Tormente werden spezielle Herausforderungen haben, um sie zu abschließen. Und das wird kommen in der nächsten Zeit, also ist relativ zeitnah. Und da steht zum Beispiel, dass man Dungeon schafft, bestimmte Dungeon-Level mit Champions, die einer bestimmten Fraktion angehören oder von derselben Seltenheit sind. Und da bin ich mal gespannt. Das könnte ganz witzig werden. Das macht die Sache ein bisschen spannender. Also ich bin gespannt, wie es wird. Mal gucken. Vielleicht kann man dann Champions benutzen, die man so eine Weile nicht hatte. Bringt auf jeden Fall ein bisschen Action ins Geschehen. Ja, und dann steht hier Champion, Balance hin und Bugfix hin. Und als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gelesen, Skull Lord war geil, dachte ich so, wow, geil. Nein, er wird nicht gebufft. Sondern es ist nur möglich, dass ein Decrease, also das maximale Lebenspunkte reduzieren, auf Gegnern auch unter Schildbuffs funktioniert. Das ist das Einzige, was geändert wurde. Super. Das ist jetzt natürlich nicht das, was wir hören wollten. Aber naja, vielleicht kommt der Buff noch. Und bei Fushan ist im Skill 1, der war nicht angeschrieben, was man dort, beziehungsweise worauf der Skill basiert, also auf Angriff, auf Defense.
Das wird jetzt dann zugeschrieben. Natürlich basiert er auf Angriff, so war es bisher auch. Und jetzt wird es halt hingeschrieben. Ja, kleiner Gimmick, kleiner Bugfix, aber ansonsten. So, und dann ist es so, dass die folgenden Skills, also von denen hier unten, sind jetzt multiplikativ zu allen Effekten, Damage und Damage Decrease, Effekten etc. und nicht mehr additiv. Das heißt, Curse Hold, The Witch of the Bolt, da gehen wir gerade mal auf die Karte. Und zwar Richt auf da sein A3. Vermutlich war der jetzt additiv, ja, die 100% stapelbar, die sind jetzt multiplikativ. Ich vermute mal, dass der Schaden dann in schon ordentlich ansteigen wird, was ich schwer hoffe. Also gehen wir mal davon aus, dass es passiert. Dann Kingslayer, der Elder Skark ist dasselbe, dann Duchess Lady 2, also die ganzen verschiedenen Skills von den Champions skalieren dann multiplikativ. Vielleicht hauen sie dann ein bisschen mehr zu, wobei ich mich bei Rotos wunder. Als wenn Rotos nicht schon hart genug zuhaut, wird Rotos dann... Also, das ist verfluchtes Schicksal, oder? Spawn Oblivion, ja. Der wird dann auch noch multiplikativ. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Er wird dann einfach noch härter zuhauen, aber wir werden sehen. Also kann auch sein, dass es eher negativ ist bei dem Skalierungsfaktor von ihm. Wir werden schauen. So, dann gibt es noch einige Änderungen, die finde ich eigentlich gut, hätten schon lange drin sein müssen, aber sie kommen. Und besser spät als nie. Und zwar die Gold 4 Arena Chest, die man am Ende bekommt der Woche, wird signifikant erhöht. Also der Buff davon, der Reward meine ich. Und steht auch extra da, dieser Effekt wird nicht gleich am 8. Mai kommen, da das noch in einer Rotation komplett passieren muss, sondern wahrscheinlich erst dann eine Woche später. Es ist bekannt, dass es vorher immer 4 Rüstungsteile waren. Einmal Gems und einmal dann Buch und Splitter oder so weiter. Und das wird jetzt auf 10 insgesamt erhöht. Davon sind dann 8 Rüstungsteile, inklusive Leggy. Also man kann inklusive legendäre Rüstung bekommen. Items von 4 bis 6 Sterne. Also beim Pech hat, kriegt man halt 6, 4 Sterne Items. Ob das jetzt unbedingt besser ist, ich hätte besser gefunden, dass man die Rüstung bekommen kann, die man auch im Platin bekommt. Das hätten sie reinmachen müssen. Steht aber nicht da. Es kann sein, dass es sogar kommt. Wir werden sehen. Und der restliche 2 Spots sind dann wieder wie immer bisher mit Gems oder Splitter oder Bücher. So, dann ist es möglich, wie man hier so schön in dem Bild sieht, man kann jetzt in der Champion-Taverne unten die Champions anloggen und muss dann, sprich, wenn man jetzt irgendwelche Champions upgraden will oder als Rangfutter benutzen will, dann muss man immer an die Champions zurück, sie freigeben, wieder zurück und wieder alles neu auswählen. Das kann man jetzt hier direkt tun. Das macht es natürlich einfacher. Ist einfach ein kleiner Gimmick, der uns die Klickarbeit erleichtert. So, dann ist, ja, jetzt kommt ein schöner Punkt, der, da muss ich noch drüber sprechen. Und zwar, wenn wir aktuell bei der Spinne die Dungeon laufen, dann ist es aktuell so, dass wir am Ende dieses Kampfes zwar uns das Item angucken können, wir es aber nicht verkaufen können. Und ja, ich würde sagen, das ist ziemlicher Mist, denn, seid mal ehrlich, ihr müllt euch damit die Bank zu, vielleicht mit Items, die man nebenbei verkaufen würde, macht keinen Sinn. Aus diesem Grund sind da jetzt hier, kann ich nicht verkaufen. Auch wenn ich es verkaufen wollen würde, wobei ich das nicht verkaufen wollen würde, aber wenn man es verkaufen wollen würde, geht es nicht. Und genau da greift jetzt dieser Patch ein. Die Accessoires, also alle Schmuckstücke, werden jetzt eine Option erhalten, um die direkt im Battlescreen zu verkaufen, also im Kampffenster am Ende, so wie wir gerade waren. Und die Accessoires, das wusste ich gar nicht, dass sie gar nicht dazu zählen, sind jetzt zum Tournament Rewards hinzugefügt worden. Stimmt, wir hatten die Tournament Rewards. Stimmt, wir hatten immer nur Rüstungsteile, ne? Jetzt kommen Schmuckstücke auch dazu. Vielleicht hat man da mal Glück und kriegt mal was Schönes, wenn man sonst nicht so die Chance hat dazu. Wir werden sehen. So, und dann, was ich super finde, ist, Champions, die für eine aktive Fusion benutzt werden oder gebraucht werden, bekommen ein spezielles Ikon. Da sieht man hier so ein kleines blaues, ja, sieht wahrscheinlich wie so ein Wirbel aus, also Fusion. Und sie werden weiterhin, wenn man sie verfüttern will, ein Fenster halten, wo steht, diese Champion, kannst du aktuell versuchen, dann bist du sicher, dass du ihn verfüttern willst. Also das ist super. Dadurch passiert es nicht, dass man außerdem einen Champion benutzt, den man dann für etwas gebrauchen könnte. Und vielleicht ist auch klar ein kleiner Sidekick, welcher Champion als nächstes in der Fusion benötigt wird. Ja, das wär's doch. Wer weiß. Wer weiß. So, und dann, dann haben wir hier ein You will be able to sell artifacts and accessories from the battle result when the now even your storage is full. Jeder kennt es.
Euer Artefaktlager ist voll, ihr wollt ein Artefakt verkaufen, dann sagst du, nein, weil es voll ist, kann man es nicht verkaufen. Und genau deswegen will man es ja verkaufen. Das ist jetzt möglich, Gott sei Dank. Dann haben sie die AI für die Arena-Chest verbessert. Und das Platin, also in der Platin-Arena, das Tier-Matching-Making, ist jetzt so, dass deine Gegner werden jetzt nach der Position ausgewählt in der ganzen Ladder und nicht mehr nach der Arena-Points. Also vorher war es so, wenn man in der Art Arena-Platin gespielt hat, dann hat man zum Beispiel, wenn man jetzt hier, keine Ahnung, nehmen wir mal Level 35, hat er 4151 Punkte, hat er gegen Spieler gekämpft, die diese Punktzahl hatten, egal wo sie aber waren. Und das heißt, wenn jemand ein Gold 4 abgerutscht ist schon, blöderweise, auf was für einen Grund auch immer, hat er mal gegen die gekämpft. Das ist jetzt nicht mehr so. Man bekämpft immer die, die in der umgegenden Region sind von seinem Platz. Ja, also, ja, finde ich nicht schlecht. Mal gucken, ob es was bringt. So richtig schlüssig bin ich da noch nicht, aber wir werden sehen. So, und dann gehen wir nochmal über die aktuellen Ereignisse durch und was so aktuell aktiv ist. So. Wenn wir die aktuellen Ereignisse anschauen, es wird heute ein 10-fach-Ereignis auf Bannerlords beginnen, wo man mit 10-fach Chance dann bestimmte Helden kriegen kann, unter anderem Septimus, Richtof, das sind die beiden normalen, aus den blauen und heiligen Splittern und aus den Void Splittern, Weglin und Baron. Und was soll ich sagen? Nein, ich ignoriere dieses Event komplett, bevor ihr fragt, denn ich finde dieses Setup echt mies. Und bei den Voids, bei den Awares, Epischen bekommt ihr Hordin oder Weglin, Rovan. Die beiden sind, naja. So, und von daher, ich habe Septimus schon. Und um Weglin, wenn man Weglin haben will, wäre es nice, aber dann bekommt man wahrscheinlich Baron, so wie es meistens läuft. Und was wichtig anzumerken ist, entschuldige meine Stimme, ihr bekommt nicht eine höhere Chance, die Champions allgemein zu droppen, sondern nur wenn ihr einen legendären Champ droppt mit einer Chance von 0,5%, zum Beispiel bei der leeren Splitter, dann habt ihr eine zehnfache Chance aus dem gesamten Pool Raglan zu bekommen. Das heißt, die Chance ist sowas von gering. Wie gesagt, ignoriert es bitte, hebt euch die Splitter auf. Es wird ein Double Void Splitter Event kommen und dann ist die Chance höher, einen legendären Void Leggy zu kriegen. Also wartet. Dann haben wir Events aktiv und ja, dazu habe ich gestern im Stream schon mal was gesagt. Der Spinnenwettbewerb, wenn ihr das Buch braucht, macht maximal bis zum Buch und danach ignorieren. Die Rewards sind einfach Mist. Ja, also hier oben 4 Sternehündchen ist eigentlich schon ja auch ein kleiner Kick. Finde ich ganz schlecht. Dann haben wir das Champion Training im Wettbewerb aktiv. Auch das spare ich mir, denn es wird eine neue Fusion kommen. Ich werde jetzt auf keinen Fall meine Energiereserven verbrauchen, um hier oben da was zu bekommen. Ja, das werde ich lassen. Und wir haben ab nachher einen Feuerritterwettbewerb aktiv und da werde ich auf jeden Fall farmen, denn ich muss Feuerritter farmen. Und im Feuerritterwettbewerb werde ich dann gleichzeitig das aktuelle Ereignis, und zwar den Dungeon-Taucher-Ereignis mitmachen, denn es ist ja gerade aktiv. Da werden wir dann, das schafft man eigentlich die 8250 Punkte in 6 Tagen. Ja, also das geht auf jeden Fall. Und ich denke, dass man dann ja, ein bisschen Loot holen kann. Mal sehen, wie der Feuerritter wird selber bewertet, ist wahrscheinlich wieder nicht so gut, aber. Ja, und der Beschwörungsrausch, wie gesagt, ich ignoriere ihn. Ich würde es euch empfehlen, auch zu tun. So, mehr News gibt es nicht. So wie es wieder was Neues gibt, würde ich mich euch bei euch melden in einem neuen Video, in einem Guide, was auch immer. Ansonsten wünsche ich einen wundervollen Tag. Wir haben Donnerstag, Ende der Woche naht. Und genießt eure Zeit. Viel Spaß in Raid und wir sehen uns im nächsten Video oder im Stream. Bis dann, euer Farbstoff. Ciao.